Folge Nummer 45 von City Skylines. Wir haben letztes Mal die Stadt geupdatet. Wir sind größer geworden und haben diese Kachel gekauft. Und jetzt müssen wir eigentlich mal schauen, dass wir hier durch den Berg durchkommen. Und jetzt ist die Frage, wie wir das hinkriegen. Es ist natürlich gerade dunkel, das ist nicht so schön, aber man sieht jetzt nichts. Aber da kommt die Sonne ja schon hoch. Ah, die Bäume werden gerade angeleuchtet, jetzt geht's. Dann würde ich sagen, brauchen wir das Bauwerkzeug, die Straße, und wir legen hier los, oder? Und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir hatten ja beim letzten Tunnel schon so tolle Probleme, ne, oder? So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der da so einfach durch den Berg durchgeht. Ich glaube nicht, ne? Okay, wir kommen dann hier an und wollen dann hoch, ne? Und schließen eigentlich dann da an. Okay, das wäre ja schon mal einfach gewesen, ne? Nee, wäre es doch nicht. Was hat er da gebastelt, ey? Ah. Ja, Tunnelbau kann City Skylines wahrscheinlich gar nicht, ne? Was soll ich hier oben mit einer Straße? Ich wollte nicht hoch, sondern ich wollte runter. Okay, das kannst du also komplett knicken. Tunnelbau kannst du vergessen. Kriege ich das jetzt, aber ich, ja, jetzt musste hier mit dem Bagger so zack, zack, zack Straße finden, ne? Und eine Bausünde, ne, wird sogar weggemacht, die Bausünde, sieht man dann nicht mehr. Jetzt muss ich, glaube, runter, ne, ja. Also kannst du knicken, brauchst du gar nicht versuchen, hier irgendwas zu machen. Kann sie gleich sein. Okay, das muss ich wohl anders lösen. Okay, Simutrans kann auf jeden Fall bessere Tunnel bauen, ne? So, das ist erledigt. Jetzt muss ich, glaube ich, einen höher, um dann das noch abreißen zu können. Okay, das können wir lassen, das Stück, aber das brauchen wir dann gar nicht weiter favorisieren. Wie kommen wir dann da bitte schön hin? Das ist ja fast unmöglich, oder? Das heißt, ja, man kann nicht vernünftig durch einen Berg durch, oder? Hier ist er schon mal nicht so hoch, aber hier sind wir schon. Ach, wir sind ja auch schon ziemlich hoch hier, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Also wenn wir hier jetzt rüberkommen würden, wird ja noch einigermaßen gehen, aber hier geht's verdammt steil runter, ne? Ja, wahrscheinlich nur hier, ne? Machen wir mal. Okay, so eine Serpentinenstraße wird das dann, ne? Ich glaube, das war jetzt doch, war schon einigermaßen richtig sogar. Jetzt kriegst du die aber nicht gedreht, ne? Brauchst dir keine Sorgen um sowas hier machen. Ne, ne. Brauchst dir keine Sorgen machen. Autobahn kannst du nicht so bauen wohl. Hier ist der Berg zu steil zum Runterkommen. Und es geht ja auch hoch, also. Ich würde ja runter wollen und nicht hoch wollen, ne? Ist ja wieder mal so richtig cool, oder? Ich hoffe, ich kriege mein Geld einigermaßen wieder.
Vielleicht ist auch eine vierspurige Autobahn hier zu viel verlangt, oder? Sechsspurig ist ja sogar. Wenn ich jetzt hier ankomme und die hier so am Berg anlege, ne? Und das letzte Teil ist hier schon wieder hochgehen, ne? Das kann schon wieder nicht sein, oder? Ich wollte doch runter und nicht hoch. Jetzt den zweiten da auch noch hin. Den zweiten auch noch dahin, das ist gut, ne? Der sagte jetzt ganz schnell, das ist hier zu schlecht. Oh ne, er macht da sogar hier was. Gar nicht mal so schlecht aus, was er gerade so macht, ne? Falsche Taste, hier muss man das A drücken, ne? Ich glaube, der letzte Schwung, den müssen wir gerade wieder abreißen, immer nicht gut. Sieht es so gar nicht mehr so schlecht aus, oder? So. Naja, man hätte jetzt gerade mal gucken müssen, dass man vielleicht hätten wir nicht. Das ist jetzt so ein bisschen doof hier, ne? Kriegen wir das mal gerade hier gebaut? Ah, da sind wir ja schon. So, damit haben wir das nächste Tal angeschlossen. Diese Brücke war wohl nicht anders machbar. Sieht natürlich krass aus, ne? Aber ist halt so. Hier geht's dann ins Tal runter. Puh, keine Ahnung, 12% Steigung bestimmt oder so. Kann jemand das mal berechnen gerade? So, und hier machen wir noch den Bogen nach da dann. Und jetzt kommen wir hier auf eine Ebene, wo die Straße dann aufhören wird, ne? Danke. Was mich wundert, dass er nicht ewig einsnappt, ne? Das ist ja mal krass. So, jetzt haben wir's. Und hier unten kommt eine Abfahrt hin.
So eine vierspurige Straße können wir da noch einbauen, oder? Ja. Hier so, whoop. Die ist das dann. Und da machen wir Abfahrten hin, ne? Oder? Autobahn da, Abfahrt hier. So passt schon mal. Und die kommt hier so hin. Passt auch so weit. Und hier machen wir da weiter. So, und dann gehen wir einen höher. Dann müssen wir davor landen, oder wie sehe ich das? Oh, kann nicht sein, dass er den Abstand jetzt nicht schafft. Ne? Es ist Wahnsinn, oder? Mann, 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 Mann. Ich wollte nur hoch, mehr nicht. Aber nicht so viel, so. So, die können da lang fahren und die können. Ach, hätte ich gar nicht machen brauchen, ne? Weil die biegen sowieso nach da nachher ab. Ja, werden wir sehen dann. Und drauf fahren macht man sowieso von da. Ja, mit unserem Traffic-Ding, da geht's dann, dass man da, ne, nur sagt, wir fahren rechts ab oder so. Hier geht's halt nur nach da. Und hier geht's halt nur nach da. Fertig, oder? Drauffahren geht sowieso nicht wegen Einbahnstraße. Dann ist das doch geregelt. Ob sie es machen, ist eine andere Frage, ne? So, jetzt können wir hier Kommerz erstmal hinpflastern. Obwohl Wohnraum als erstes gefragt wäre. Zack. Dann brauchen wir hier natürlich Wasser. Was wir bis hierhin gar nicht transportiert haben, erstmal. Wir wollen Frischwasser haben. Und wir kommen nicht dran ans Frischwasser. Doch da. Hier gibt es Frischwasser. Und hier hinten machen wir Abwasser. Dann machen wir Rohre. Hier hin. Und da erstmal hin. Achso, das müssen wir auch noch verbinden, ne? Muss noch hier irgendwo einsnappen, da. Ja. So, und dann brauchen wir noch Strom. Haben wir natürlich hier auch. So, Strom ist da. Ja, komm, eins hier hin und dann ja, zwei. Dann ist verbunden. Jetzt haben sie Strom und Wasser, oder? Gut, dann müssen wir da noch Strom haben. Ja, komm, zack, kriegst dein eigenes Kraftwerk. Windrad. So, dann haben wir das auch. Was ist denn hier für ein Ding, ein Symbol dran? Ne? Da muss ich auch noch mal gucken. Nicht genügend Wärme. Ach so, wir haben Wärmeheizung gemacht und ja, alles klar. Geothermie, ne? Wo war die? Kesselstation oder das? So, muss wieder an der Straße liegen wahrscheinlich, ne?
Kesselhaus oder? Zack. Und noch verbinden. So, jetzt gibt's auch warmes Wasser. Alle sind glücklich, super. Jetzt kann es hier wachsen. Okay, da haben wir da demnächst unser Industriegebiet, was wir weiter ausbauen können. Eine Straße geht auf jeden Fall hin. Und da müssen wir gucken. Sieht ja krass aus, wie wir das hier hingebaut haben, ne? Okay, dann würde ich sagen, soll es aber für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Und wenn ihr die Glocke angemacht habt, dann könnt ihr noch einen Kommentar schreiben und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach ja, was ich gesagt habe, ich hatte schon wieder massiv Probleme mit dem Laden des Spielstandes und es liegt wahrscheinlich an diesem Traffic Manager da. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum der das immer so macht, aber naja. Ich muss gucken, dass ich es ans Laufen kriege. Wenn es mal nicht mehr läuft, dann werde ich es wahrscheinlich dann absetzen, das Spiel. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.